Rumänien liegt am Schwarzen Meer im Südosten Europas und ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. Die rätselhaften Entdeckungen und Phänomene, die in diesem Land aufgetreten sind, haben dazu geführt, dass Rumänien als einer der mysteriösesten Orte der Welt gilt. In diesem Teil Europas wurden Überreste der rätselhaften dakischen Kultur gefunden. Über das antike Volk der Daker ist nur wenig bekannt, aber sie hatten einen hohen Lebensstandard, brachten Wasser in ihre Städte und besaßen mehrere Festungen, wie die Samisegetusa Regia, wo eine seltsame sechseckige Bronzematrix gefunden wurde, die weltweit einzigartig ist und zur Verzierung von Gegenständen verwendet wurde. Diese ist eine der wertvollsten archäologischen Besitztümer Rumäniens und birgt einige Rätsel, die noch nicht entschlüsselt wurden. Sie zeigt Fabeltiere wie wilde Greife mit Wolfsköpfen und Löwenschwänzen, was in der Kunst der alten Völker äußerst selten ist. Sie ist derzeit im Archäologischen Museum der dakischen und römischen Zivilisation in Deva ausgestellt. In Rumänien gibt es auch äußerst seltsame Steine mit einer einzigartigen Eigenschaft, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist. Sie können wachsen und sich vermehren. Sie werden nicht nur größer, sondern können sich auch über das Gelände bewegen. Sie sind ein Naturphänomen, werden Trovanten oder lebende Steine genannt und haben unterschiedliche Formen. Sie können zylindrisch, knotig oder kugelförmig sein, haben aber immer eine glatte Oberfläche ohne Kanten. Obwohl es viele Theorien über ihre Entstehung gibt, bleiben sie ein Rätsel. Darüber hinaus wurden in Rumänien die berühmten und umstrittenen 5500 Jahre alten Tontafeln von Tartaria gefunden. Diese mit gleichlautenden Ort Tartaria entdeckte Schrift ist die älteste bis heute erhaltene Schrift überhaupt. Außerdem ist dieses Land für die Entdeckung von drei Tunneln bekannt, die tief in die Erde führen. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Hohlräumen, die unter seinem Territorium gefunden wurden. Am auffälligsten ist aber vielleicht die große Zahl von Überresten von Riesen, welche über das ganze Land verstreut gefunden wurden. Im Jahr 1976 wurden in der kleinen Stadt Cornea in der Galerie 13, auch bekannt unter dem Namen Hyperboreanische Galerie, im Bergbaugebiet Rosia Montana rätselhafte Entdeckungen gemacht. Darunter ein Skelett eines Riesen von mehreren Metern Länge, welches auf einem seltsamen 6 Meter breiten und 12 Meter langen Stein lag. Unter dem Vorwand, dass diese Entdeckung den Menschen psychisch schaden könnte, wurde die Galerie für immer verschlossen. Das Skelett wurde zur Analyse nach Moskau geschickt, ging aber auf mysteriöse Weise auf dem Weg dorthin verloren und wurde nie wieder gesehen. Es wird angenommen, dass die Höhle zu einem unterirdischen Tunnelsystem gehört, das 3500 vor Christus von einer rätselhaften Zivilisation namens Agathyrsi gebaut wurde. Im Februar 2012 stieß eine Gruppe von Geologen, die in diesem Gebiet auf der Suche nach einer Goldader Ausgrabungen durchführten, auf einen auffälligen Stein, den sie ausgruben und analysierten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung ergaben, dass dieser Stein zu 55% aus 24-karätigem Goldstaub, zu 15% aus Granitstaub und zu 30% aus Wolfram besteht. Darüber hinaus ergab die Analyse, dass das Gestein mit einer unbekannten Technologie hergestellt worden war. Der Stein wog 1,7 Tonnen, wobei ein großer Teil reines Gold war. Um ihn transportieren zu können, wurde dieser riesige Stein in 80 Teile zerlegt. Anschließend wurde er zur Gewinnung des Goldes geschmolzen, dessen Wert zwischen dem Staat und der Bergbaugesellschaft, die ihn gefunden hatte, aufgeteilt wurde. Als sie den großen Stein anhoben, entdeckten sie den Eingang zu einer Grube von etwa 4 Metern Durchmesser und eine spiralförmig absteigende Treppe, von der ein violettes Licht ausging. Es heißt, dass ein Sprachwissenschaftler, der zu der Forschungsgruppe gehörte, neugierig war, den Ursprung des Lichts zu erkunden und somit beschloss, die Treppe hinunterzugehen. Niemand von der Gruppe begleitete ihn. Der Mann kehrte jedoch nie wieder zurück.
Schließlich versiegelte die Armee den Eingang zum Untergrund mit Beton, ebenso wie die geheimnisvolle Galerie 13, die bis heute ein Rätsel bleibt. Dies ist jedoch nicht die einzige Geschichte über Riesen. Im ganzen Land gibt es viele Funde von großen Skeletten, welche ebenfalls auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Eine weitere Besonderheit Rumäniens ist, dass es dort die größten und dichtesten Urwaldgebiete Europas gibt. 70% des Landes bestehen aus Bergen und Hügeln und nur 30% sind flach. Und gerade in den Tiefen der rumänischen Wälder befindet sich eines der geheimnisvollsten Gebiete, nicht nur Europas, sondern auf der ganzen Welt. 37% der Wälder des Landes befinden sich in der Region Siebenbürgen oder Transsilvanien, dessen inoffizielle Hauptstadt Cluj-Napoca ist. Diese Stadt ist von großen Wäldern von unglaublicher Schönheit und großen Geheimnissen umgeben. Insbesondere einer von ihnen, bekannt als Hoya Baciu. Dieses dichte Waldgebiet ist auch einer der gruseligsten und gefürchtetsten Wälder der Welt. Dort sind viele Menschen auf mysteriöse Weise verschwunden, weshalb man den Hoya Baciu auch das Bermuda-Dreieck von Siebenbürgen nennt. Niemand weiß, was dort geschieht, aber es gibt unzählige Geschichten und Legenden über das Verschwinden von Menschen, UFO-Sichtungen, unerklärliche Lichter, Stimmen in verschiedenen Sprachen, Zeitsprünge, Dimensionstore, seltsame Nebel, Anomalien in elektronischen Geräten und viele andere unerklärliche Phänomene. Es wird erzählt, dass eines Tages ein 5-jähriges Mädchen verschwand und einige Jahre später in denselben Kleidern und im selben Alter wieder auftauchte. Die Zeit war für sie stehen geblieben. Die bekannteste Geschichte ereignete sich 1965, als ein Hirte mit seiner Herde von 200 Schafen in den Wald wanderte und spurlos verschwand, ohne dass man je wieder was von ihm hörte. Viele berichten, dass sie beim Betreten des tiefsten Teils des Waldes Angstzustände, Übelkeit, Kopfschmerzen und auf unerklärliche Weise kleine Verbrennungen, Blasen oder Ausschläge bekommen. Diese Anomalien treten nicht nur bei Menschen auf, sondern auch bei Pflanzen, die seltsame Veränderungen erleiden, wie zum Beispiel verkohlte Bäume mit nekrotischen Stämmen und Blättern, seltsame Blumen. Einige Bäume wachsen verdreht, als ob es ein elektromagnetisches Feld gäbe, das ihr Wachstum beeinflusst. Und diese Anomalie verleiht dem Wald ein noch mysteriöseres Aussehen. Ein weiteres seltsames Phänomen tritt in den Tiefen von Hoya Baciu auf, wo es eine kreisförmige, leblose Lichtung gibt. Und genau an diesem Ort behaupten einige, Opfer von unsichtbaren Kräften, physisch angegriffen worden zu sein. Wir wissen nicht, ob die Einheimischen übertreiben, aber sie zählen bis zu 1000 vermisste Personen in diesem Wald. Es wird gemunkelt, dass die Ursache dafür die UFOs sein könnten, die in der Gegend wahrgenommen werden und die Menschen zu unbekannten Zwecken entführen. Die Fernsehsendung Destination Truth beschloss, diesen Wald zu untersuchen, und eines der Teammitglieder, der Kameramann Even, wurde plötzlich angegriffen, während er auf dem Boden saß. Auf einmal erschien ein Lichtblitz und der junge Mann wurde einige Meter weit geschleudert, wobei er sich mehrere Wunden an den Armen zuzog. Er sagt von diesem Ereignis, dass er hinter sich Frauenstimmen in einer fremden Sprache gehört hatte. Ein weiterer Fall war das, was dem Journalisten Christian Morisano und seinem Team passierte. Sie gingen an diesen Ort und das Gerät, das sie bei sich trugen, begann Strahlung zu erkennen. Und in einem bestimmten Bereich zeigte die Nadel extrem hohe Werte an. Sie konnten nachweisen, dass diese Strahlung sich in der Luft befand und sich mit dem Wind veränderte. Tage später waren seine Kleidung und Körper noch verstrahlt. Und nicht nur das, er verlor auch eine Menge Haare und hatte andere gesundheitliche Probleme. All dies ist nur ein kleiner Teil der Gründe, warum Rumänien von einigen als eines der rätselhaftesten Gebiete der Welt betrachtet wird. Es ist kein Geheimnis, dass die Menschheit im Laufe der Geschichte von einer kleinen Gruppe kontrolliert wurde, deren Ziel es ist, uns zu manipulieren und uns in absoluter Unwissenheit zu halten.
indem sie uns Entdeckung in Bezug auf die verborgensten Geheimnisse unseres Planeten vorenthält. Die folgende Geschichte ist ein Beispiel für diese Verheimlichung. Eine Geschichte, die vielen wie Science Fiction vorkommen wird, aber für ihre Protagonisten ganz real war. Ihre Verbreitung könnte für die Menschheit lebenswichtig sein. Im Jahr 2003 wurde in Rumänien, einem Land voller Geheimnisse, insbesondere im Buchec-Gebirge, das zu den großen Karpaten gehört, eine Reihe außergewöhnlicher Entdeckungen gemacht, deren Veröffentlichung das Schicksal der Menschheit völlig verändert hätte. Diese Entdeckungen blieben leider vor der Welt verborgen, obwohl ein großer Teil dieser Informationen erst Jahre später von einer wichtigen Persönlichkeit dieses Landes enthüllt wurde. Weil diese Person die rechte Hand des Protagonisten dieser Geschichte, Cesar Brat, war, hatte sie die Ereignisse von Anfang an miterlebt. Der damalige technische Direktor des Department Zero, der geheimsten Abteilung des rumänischen Geheimdienstes, SRI, Cesar Brat, erlangte daraufhin eine höhere Position. Diese streng geheime, von der Regierung völlig unabhängige Abteilung wurde von Nikolai Ceausescu gegründet, der vom Menschen mit besonderen parapsychologischen Fähigkeiten besessen war. Er wollte die Besten von ihnen zusammenbringen, um ihre Fähigkeiten zum Nutzen des Landes einzusetzen. Zufällig wurde in Rumänien ein ganz besonderes Kind geboren, dessen Nabelschnur, die ihn ernährte, ungewöhnlich lang war. Dieses Kind, Cesar Brat, wurde schon von klein an von Ceausescu beobachtet. Als Cesar 10 Jahre alt war, überzeugte Ceausescu seine Familie, ihn mitzunehmen, mit der Begründung, dass der Junge in den Händen von Fachleuten besser aufgehoben wäre, die ihm helfen würden, seine unglaublichen und mächtigen übersinnlichen und paranormalen Fähigkeiten zu verbessern, die er von Geburt an besaß. Schon als Kind hatte Cesar Brat meditiert und das spirituelle Niveau, das er besaß, war nur mit dem eines buddhistischen Mönchs vergleichbar, der sein ganzes Leben lang Meditation praktiziert hatte. Er hatte die Fähigkeit, subtile Welten wahrzunehmen, die sich normale Menschen nicht einmal vorstellen können und zu denen nur die erfahrensten Mönche Zugang hatten. So wurde Cesar Brat zum Leiter der wichtigsten strategischen Operationen des rumänischen Staates, im neuen Department Zero des rumänischen Geheimdienstes, in der er in einer Angelegenheit von größter Wichtigkeit involviert wurde. Im Mai 2003 kam eine mysteriöse Gestalt mit dem Hubschrauber zu Brat, um eine sehr wichtige Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Es handelte sich um einen großen, arrogant auftretenden Mann mit hartem Gesichtsausdruck und kalten Augen, der einen vornehmen schwarzen Anzug trug und einen goldbeschlagenen Stock bei sich hatte. Der Fremde stellte sich als Signore Massini, einen italienischen Adligen, vor, der zu den höchsten Freimaurern Europas und Mitglied der Bilderberg-Gruppe gehörte. Allerdings wird spekuliert, dass sich hinter diesem Pseudonym der Belgier Etienne d'Avignon, Präsident der Bilderberg-Gruppe, verbergen könnte. Während des Gespräches sagte Signore Massini zu Cesar Brat, dass die Bilderberg-Gruppe nicht nur eine Loge sei, sondern viel mehr. Für ihn seien die weltweiten Logen nur eine äußere Fassade, und dass die tatsächliche Macht viel höher angesiedelt sei als der 33. Grad der Freimaurer. Er sagte ihm auch, dass sie seine Fähigkeiten schätzten und wollten, dass er sich der Gruppe anschließen sollte, was ihm große Vorteile bringen würde. Doch Brat lehnte ab. Massini erzählte Cesar, dass im Jahr 2002 ein Satellit für geodätische Spionage basierend auf bionetischer Technologie einen außergewöhnlichen Hohlraum in einem bestimmten Gebiet des Buchec-Gebirges im Innern des Berges entdeckt hatte, zwischen der Sphinx und einigen seltsamen Felsformationen, die als Babele bekannt sind. Diese Sphinx war die älteste der Welt und war vor mehr als 2000 Jahren ein spirituelles Symbol für die rätselhaften Daka, die dieses Gebiet bewohnt hatten. Seltsamerweise hatten sie keinen Eingang von außen entdecken können, der zu dieser Höhle führte. Dieser lag im Inneren des Berges. Andererseits zeigte der Satellitenscan 2 große energetische Barrieren, die aus künstlich erzeugten Energien bestanden. Die erste war wie eine energetische Mauer,
die den Zugang zu einem Tunnel blockierte. Die zweite war viel größer. Sie war eine Art Schutzschild von der Form eines Gewölbes oder einer Halbkugel, die sich am Ende des Tunnels nahe der Mitte des Berges befand. Massini bat Cesare Brat um Hilfe, und weil er zunächst ablehnte, erpresste Massini ihn, und Brat musste einwilligen. Wenn er nicht kooperieren würde, hätte sein Land die Konsequenzen zu tragen. Kurz darauf trafen 200 amerikanische Hightech-Soldaten in Bucecce ein und bauten einen Tunnel, der wie ein U-Bahn-Tunnel mit polierten Wänden aussah und zu dem rätselhaften, von Satelliten entdeckten Hohlraum führte. An seinem Ende befand sich ein riesiges, vollständig poliertes, 10 Meter hohes Steintor, das von einer Energiemauer geschützt war. Aber bevor man dieses Tor erreichen konnte, musste man noch eine große Energiebarriere durchqueren. Drei Männer versuchten dies und starben an den Folgen eines plötzlichen Herzstillstandes. Man warf Steine, Metall und Holz gegen die unsichtbare Energie, aber alles zerfiel augenblicklich zu Staub. Cesare Brat begann zu meditieren und erkannte, dass diese Energie lebendig war. Er begann mit ihr zu interagieren und das Tor öffnete sich. Dabei kam eine gigantische, 10 Meter hohe Galerie zum Vorschein. Und als sie sie sahen, dachten sie als erstes, dass sie für Riesen gemacht worden sei. Interessanterweise waren einige Bauern, die Apfelbäume in dieser Region hatten pflanzen wollen, in der Nähe des Bucecce-Gebirges auf insgesamt etwa 18 Skelette von Riesen mit einer Körpergröße zwischen 5 und 10 Metern gestoßen. Als die Forscher die große Galerie betraten, waren sie verblüfft von dem, was sie sahen. Was vor ihren Augen stand, musste mit Hilfe einer unbekannten und hochentwickelten Technologie erschaffen worden sein. Riesige Tische mit Bildschirmen gab es dort. Es war wie eine Bibliothek, die nicht nur die Geschichte der Welt zeigte, sondern auch verschiedene Themen wie Physik, Kosmologie, Astronomie und Architektur abdeckte. Seltsamerweise war alles beleuchtet. Doch es gab keine Lichtquelle. Es war, als ob die Luft selbst leuchten würde. Die Wände schienen lebendig zu sein. Sie bewegten sich und zeigten verschiedene Farben. Plötzlich kam ein dringender Telefonanruf und alle wurden still. Anscheinend war zum Zeitpunkt der Öffnung dieser Schutzbarriere etwas im Irak passiert. Man wusste, dass es dort ein ähnliches unterirdisches Phänomen gab, welches dem in Bucecce ähnelte. Die Energiebarriere der irakischen Basis in Bagdad war plötzlich aktiviert worden und begann in einer sehr hohen Frequenz zu schwingen. Vor der Barriere erschien ein Hologramm der Erde, das nach und nach die europäische Karte abbildete, dann nach Südosten wanderte, in das Bucecce-Gebirge in Rumänien und schließlich diesen Standort in der Galerie zeigte. Allen war klar, dass diese beiden Orte, Bucecce und Irak, direkt miteinander verbunden sein mussten. Zufälligerweise war im Irak ein Sterntor unter den Zikkuraten, etwa 80 Kilometer südwestlich von Bagdad, gefunden worden, das direkt mit dem Fuß des Bucecce-Gebirges verbunden war. Insider vermuten, dass der Grund für den Beginn des Irakkrieges im März 2003 ein ganz anderer und wichtiger war, als man uns hatte mitteilen wollen. Bei der Plünderung des irakischen Museums verschwanden einige Tafeln, auf denen beschrieben war, wie die alten Sumerer mit den sogenannten Göttern umgingen. William Henry, ein unabhängiger Archäologe, der vor der Plünderung Zugang zu den Tafeln gehabt hatte, beschreibt einige Darstellungen aus einem Uruk-Ritualtext, in dem offenbart wird, wie göttliche Wesen durch ein ringförmiges Objekt schritten. Die Tafeln zeigten auch, wie Anu, der oberste Gott der Anunnaki, dieses Portal benutzte. Ein weiterer wichtiger Grund für den Krieg soll die Übernahme des Tores in der Nähe der Stadt Bagdad gewesen sein. William Henry sprach von der Existenz eines Sterntores im Irak, das von den Anunnaki benutzt wurde, um unseren Planeten zu betreten und wieder zu verlassen. Das Ereignis, das sich im Irak ereignete, als die Energiebarriere in Bucecce durchbrochen wurde, wurde dem Präsidenten der Vereinigten Staaten mitgeteilt. Und es scheint, dass vorher all dies hinter dem Rücken der rumänischen und der US-Regierung untersucht worden war. Präsident George Bush wandte sich an den rumänischen Präsidenten Ion Iliescu, der keine Ahnung davon hatte, was vor sich ging.
Der rumänische Präsident wollte diese Entdeckung öffentlich machen, weil er der Meinung war, dass jeder davon wissen sollte. Man drohte ihm jedoch mit einer Wirtschaftsblockade seines Landes, falls er versuchen würde, diese Nachricht zu verbreiten, und bot ihm an, Rumäniens Strukturen zu modernisieren und der NATO beizutreten. Sogar der Papst bot Rumänien einige Dokumente von großer Bedeutung an. Letztlich stimmte der Präsident zu und vereinbarte, dass sie die Geschehnisse nach 10 Jahren veröffentlichen dürften. Aus diesem Grund wurde 2013 ein Teil dieser Geschichte bekannt gemacht. Jedoch sind noch viele Informationen noch nicht bekannt bzw. weiterhin unter Verschluss. Wir zweifeln nicht daran, dass all dies in den nächsten Jahren bekannt gemacht wird, denn es gibt sehr viele wichtige Menschen, die mit den teuflischen Plänen der Elite nicht einverstanden sind. Es heißt, dass es über den Bocetsch-Bergen eine für das menschliche Auge unsichtbare energetische Pyramide gibt, die 2-mal im Jahr zu sehen ist und deren Aufgabe es ist, das Wissen der Wahrheit zu schützen und zu bewahren, bis die Zeit dafür gekommen ist. Im Jahr 2009 berichtete der rumänische Fernsehsender Antena 1 darüber. Danach erhielt der Sender einen anonymen Telefonanruf, in dem allen an der Sendung Beteiligten gedroht wurde, nicht mehr darüber zu sprechen. Der unbekannte Anrufer sagte: "Wir warnen Sie, seien Sie vorsichtig. Hören Sie auf, über die Bocetsch-Berge zu sprechen. Diese Informationen dürfen nicht aus bestimmten Kreisen herauskommen. Sie dürfen nicht öffentlich gemacht werden. Sie haben sich auf ein gefährliches Spiel eingelassen. Ihr seid jung, ihr habt Familien. Es gibt genug Probleme in diesem Land, über die man reden kann." Der Moderator fragte, wer das sei, und die Antwort kam prompt: "Es ist besser, dass Sie es nicht wissen. Ich hoffe, Sie müssen sich nicht mit uns herumschlagen. Ich habe nichts mehr zu sagen." Wenn diese Geschichte nur ein Hirngespinst wäre, hätte es dann eine Rolle gespielt, ob sie verbreitet worden wäre? Was wurde in der großen Galerie gefunden, das nicht veröffentlicht werden sollte? Alles begann im Sommer 2003 mit einer unglaublichen Entdeckung im Inneren des Bocetsch-Gebirges, an der Cesar Brat beteiligt war, der zum sogenannten Zero Department, einer Abteilung des rumänischen Geheimdienstes SRI, gehörte. An diesem Fund war auch eine geheimnisvolle Person beteiligt, ein Herr Massini von der Schwarzen Loge der Freimaurer von Venedig, die dem Bilderberg-Club angehört. Die rumänische Regierung wollte die Entdeckung der Welt bekannt machen, aber der starke Druck machte dies nicht möglich. Laut einer Vereinbarung wäre jedoch die Veröffentlichung eines Teils dieser Entdeckung seit 2010 möglich. Dank der Informationen in den Büchern von Radu Chinama, der rechten Hand von Cesar Brat, der im Auftrag von Brat alles aufgezeichnet hatte, was sich hinter dem Bocetsch-Gebirge befand, können wir etwas über diese Geschichte und die große Entdeckung erfahren, die dort gemacht worden war. Per Satellit hatten sie gesehen, dass es im Inneren des Bocetsch-Gebirges 2 Energiebarrieren gab, und zwar in einem Gebiet zwischen der Sphinx und den seltsamen Felsformationen namens Babele. Dank Cesar Brats übersinnlichen Fähigkeiten gelang es ihnen, nicht nur die erste, sondern auch die 2. Energiebarriere zu deaktivieren. Als er diese geöffnet hatte, wurde der Blick auf ein riesiges Gewölbe mit einem Durchmesser von 100 Metern und einer Höhe von 30 Metern frei. In der großen Halle standen 10 steinerne Tische, aufgeteilt in 2 Gruppen von je 5 Tischen, jeder 12 Meter hoch, wie eine Art Computer. Und auf ihnen war Wissen verschiedener Themen zu sehen, wie Physik, Kosmologie, Astronomie, Architektur und Technik. Es gab nicht nur Menschen zu sehen, sondern auch intelligente Wesen verschiedener Rassen. Wenn man sich einer der Tische näherte, wurde eine holographische Projektion aktiviert, die das Wissen eines bestimmten wissenschaftlichen Bereichs anzeigte. Die dreidimensionalen Bilder waren perfekt und groß, fast 2,5 Meter hoch. Die Oberfläche der Tische war mit einer Schicht aus glasartigem Material bedeckt, das in große Quadrate unterteilt war, die durch gerade Linien, eine Art Gitter, miteinander verbunden waren. Auf einer der Tische wurde das Wissen der Biologie projiziert und es erschienen Bilder von völlig unbekannten Pflanzen und Tieren.
Auch der Aufbau des menschlichen Körpers wurde aufgezeigt, wobei sich die Bilder verschiedener Körperbereiche um sich selbst drehten. Cesar Bratt berührte eines dieser Quadrate oder Tasten und konnte das Innere seines Körpers und seine DNA sehen. Und wenn er zwei Quadrate gleichzeitig drückte, zeigte es das Ergebnis der Kreuzung der DNA eines nichtmenschlichen Wesens mit einem Menschen oder mit einer anderen Spezies. Das Ganze wirkte wie eine riesige Bibliothek des Universums. Auf diesen Tischen waren auch verschiedene Zeichen einer unbekannten Schrift eingemeißelt, die der antiken Keilschrift ähnelten und Symbole wie Dreiecke und Kreise enthielten. Obwohl sie nicht bemalt waren, fielen sie auf, weil sie eine fluoreszierende Strahlung in verschiedenen Farben abgaben, die auf jedem Tisch anders war. In der Mitte dieser großen Galerie befand sich eine Treppe, an deren Ende sich eine Art Zylinder in Form eines Halbmondes befand, der aus einem glasähnlichen Material bestand. Es war wie eine Zeitmaschine, die die Geschichte der Erde im Zeitraffer zeigte. Diese Maschine war auch in der Lage, Gedanken zu verstärken und sie schnell zu materialisieren. Zum Erstaunen aller Anwesenden zeigte diese Oberfläche die große Flut, die die Menschheit in der Antike verwüstet hatte. Ganz Europa war mit Wasser bedeckt und nur einige Berggipfel, die wie Inseln aussahen, waren zu sehen. Aber nicht nur das, sie konnten auch die Geschichte der Menschheit von ihren Anfängen an sehen. Diese Hologramme zeigten auf, dass 90% der offiziellen Geschichte der Menschheit falsch und manipuliert sind. Die Mythen und Legenden, die von den verschiedenen Kulturen erzählt werden, sind näher an der Wahrheit. Aber die historischen Ereignisse, die uns Glauben gemacht haben, dass sie echt sind, sind zum größten Teil Lügen. Die Projektionen zeigen eine Abfolge von Bildern aus dem Leben Jesu und wie er auf dem Berg Golgatha gekreuzigt worden war. Und man konnte erkennen, dass viele der Anwesenden nicht aus dieser Zeit stammen, sondern aus anderen historischen Epochen herbeigeholt worden waren, um diesen Moment mitzuerleben. Sie trugen Kleidung aus dieser Zeit, aber ihre Gesichtszüge waren anders. Radu Chinama erzählt auch, dass Lemuria und Atlantis nach den holographischen Projektionen kein Mythos sind, sondern Realität. Es sei darauf hingewiesen, dass jedes Mal, wenn das Hologramm das Bild eines bestimmten Ereignisses zeigte, im Hintergrund eine Himmelskarte erschien, auf der die Position der wichtigsten Sterne und Konstellationen zu diesem Zeitpunkt angegeben war, was eine genaue Datierung der gezeigten Ereignisse ermöglichte. Aber die vielleicht wichtigste Entdeckung und die von Herrn Massini am meisten begehrte war, was hinter dieser scheinbaren Zeitmaschine gefunden wurde. Ein Raum von 3x3 Metern, in dem es eine Art Amphore gab. Cesar Bratt schaute hinein und sah, dass sie ein weißes Pulver enthielt, das kristallin war und gleichzeitig glänzte, als hätte es ein eigenes Licht. Es scheint, dass Herr Massini und die Freimaurer-Elite von der Existenz der Amphore wussten, bevor sie den Raum betraten. Den Forschern zufolge handelt es sich um eine unbekannte, kristalline Struktur von monoatomarem Gold, das vor allem wegen seiner hohen Reinheit nur sehr schwer zu erhalten ist. Das Goldpulver in seiner reinen Form stimuliert im hohen Maße bestimmte Schwingungen und den Energieaustausch auf zellulärer und neuronaler Ebene, was zu einem beschleunigten Verjüngungsprozess führt. Man geht davon aus, dass ein Mensch einige tausend Jahre mit demselben Körper leben kann, wenn er eine bestimmte Menge an monoatomarem Goldpulver zu sich nimmt. Die mysteriösesten und schockierendsten Entdeckungen sind jedoch drei riesige Tunnel, deren Zugang durch ein Geheimabkommen zwischen Rumänien und den USA völlig verboten ist. Diese Tunnel verlaufen über tausende von Kilometern in drei Gebiete. Der linke führt zu geheimen, noch unentdeckten Gebäuden in Ägypten. Der rechte Tunnel führt zu einer Struktur unter dem tibetischen Plateau. Der letzte hat drei Abzweigungen, von denen einer nach Buzău in Rumänien, ein anderer in den Irak in der Nähe von Bagdad und der dritte zum Gobi-Plateau in die Mongolei führt. Der geheimnisvollste von allen, der viele Informationen liefern könnte, ist der zentrale Tunnel, der zum Zentrum unseres Planeten führt. Radu Chinama hat diese wertvollen Informationen in seinen Schriften zusammengetragen.
aber er erzählt nicht alles, was wirklich während der Sintflut geschehen war. Und auch nicht, wie die menschliche Zivilisation entstanden ist. Es scheint, dass es ihm nicht erlaubt ist, die Wahrheit zu enthüllen. Denn nach dem, was man ihm gesagt hatte, wäre es zu schockierend für den Geist, die Ideen und das Wissen aller Menschen, die diesen Planeten bevölkern. Wäre es möglich, dass sie die Tatsache verbergen wollen, dass wir von einer kleinen Gruppe von Menschen getäuscht und manipuliert wurden, die selber glauben, die Herren der Welt zu sein, indem sie Wissen geheim halten, das der gesamten Menschheit gehört?